Hallöchen meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Elder Scrolls Online aus dem Livestream. Vergesst nicht zu liken und zu kommentieren, wenn euch dieses Video gefällt. Schon ein einfaches Emoji reicht und unterstützt diesen Kanal. In diesem Sinne vielen Dank an alle, die mich unterstützen. Auch natürlich die Kanalmitglieder, ihr seid spitze. Und jetzt ganz viel Spaß. Ich habe diesen Narren Dirill gewarnt, nicht weiterzugehen. Wenn er noch keine leere Hülle ist, dann wird er wohl sicher gerade von einer verschlungen. Diese Seuche verbreitet sich in Windeseile. Ja, wo ist er denn hin, der Bub? Er hat einige Truppen in den Südteil der Schlucht geführt. Er sucht nach dem Anführer der Leibgeborenen, dem Alchemisten. Ich weiß nicht, ob er es überhaupt so weit geschafft hat oder nicht. Na, dann suche ich ihn mal. Das muss man uns nicht zweimal sagen. Wir bleiben auf erhöhtem Gelände, bis die Seuche verflogen ist. Wenn ihr Dirill findet und er sich verwandelt hat, dann tut, was nötig ist. Verstanden? Verstanden. Ja, vor dem One Tamriel Update musstest du echt gucken, wo du gerade unterwegs bist. Und da konnte es durchaus auch mal sein, dass du unterlevelt warst, wenn du jetzt nur die Hauptquest gespielt hast oder so. Also das ging da relativ fix, du. Einerseits war das One Tamriel Update gut, weil du halt auch keine Voraussetzungen, das habe ich gesucht, weil du halt auch keine Level-Voraussetzungen hattest. Auf der anderen Seite hat es natürlich das Spiel in einen Witz verwandelt, ne? Der lässt sich schmecken. So. Ich meine, ich möchte jetzt mal anmerken. Ich habe doch erst angefangen. Ja, Entschuldigung, ich bin ein bisschen zu schnell. Beschwer dich bei Bethesda. Ich meine, ich habe jetzt hier Rüstung an, die ist für Stufe 34 ausgelegt, ne? Und trotzdem fallen die halt wie die Fliegen. Diese sind. Oh. Ganz schön mutig, einfach da reinzufassen. Das war glubschig. Fühlte sich gut an. Bei Iam, ihr habt einen wahren Spießrutenlauf aus Siechtum und Tod hinter euch und seid trotzdem nicht krank. Wie habt ihr das nur geschafft? FFP2-Maske und Impfung, Hauptmann Dirill. Aber wir werden es fürs Erste als Segen des Tribunals betrachten und es oder dabei das belassen. Genau, das war's. Die Leibgeborenen, die nicht der Seuche zum Opfer gefallen sind, ziehen sich zurück. Wir müssen uns nur noch einer letzten Sache annehmen. Und das wäre? Wir haben Merdindrill in diesen Ruinen in die Enge getrieben. Er ist der Alchemist, der die Loddos-Seuche erschaffen hat. Wir müssen ihn gefangen nehmen und herausfinden, wie er das gemacht hat. Mit euch an unserer Seite können wir nicht scheitern. Na dann? Das ist die richtige Einstellung. Wir folgen euch auf dem Fuße. Denkt daran, dass wir herausfinden müssen, wie die Seuche erschaffen wurde. Dann können wir an der Herstellung eines Heilmittels arbeiten. Gehen wir. Aber dafür sind die Weltbosse manchmal zu schwer. Naja, die sollen ja eigentlich auch nicht solo gelegt werden. Die sind ja eigentlich als Gruppencontent gedacht. Und trotzdem legen wir sie meistens solo. Einfach weil wir es können. Bleibt wachsam. Wir wissen nicht, was vor uns liegt. Seht überall nach. Alle Beweise, die wir finden, könnten uns zum Heilmittel führen. Ja, dieser Salzreissack, der sah sehr verdächtig aus. Auch dieser Hirsesack. Was haben wir denn da? Fässer.
Oh, ach, gucke mal. Was habt ihr gefunden? Was ist das? Ey, sag mal. Geht's noch? Nicht so ungestüm, ach, ist das der Herr. Für die Lodderseuche. Wir haben es geschafft. Kann ich das mal sehen? Was geht hier vor sich? Ihr widersteht meiner Seuche? Versuchen wir eine stärkere Version. Nicht! Was? Oh nein! Herr Hauptmann! Nicht so ungestüm! Ihr glaubtet doch wohl nicht, dass es so leicht werden würde, oder? Ich werde meine Experimente mit eurem Körper fortführen. Na, das werden wir ja sehen, du kleiner Schlingel. Euer Geist ist verwirrt. Was? Da kam der raus. Der kleine Schlingel. Das war ein Hinterhalt. Das braucht er ja jetzt nicht mehr, das Brot und den Käse, ne? Hat sich ja jetzt erledigt. Es wird hier nur schlecht werden. Ja, werde ich mir gleich mal reinziehen hier. Oh, lecker. Hartes Brot von vorgestern ist bestes Brot von vorgestern. Ich glaube, ich mache Kartoffelchips noch. Gönn dir, Frau. Gönn dir. Ich sagte es euch doch, Varon. Unser Champion überlebt alles. Ja. In den Beutel ist etwas Nützliches, etwas Unbrauchbares oder ein abgetrenntes Körperteil. Gruselig, aber ja. Was ist da drin? Kommt schon, ich bin so neugierig. Abgetrennte Körperteile waren da drin. Was ist da drin geschehen? Wo ist Dirill? Er ist tot, oder? Ja, wir haben den Schöpfer der Seuche getötet, aber Dirill fiel auf seltsamen Wegen während dieser Schlacht. Also das ist ganz doof gelaufen, du. Also ich muss dir ehrlich sagen, ich weiß auch nicht, wie das vonstatten ging, aber der ist einfach hingefallen und dann war er tot. Was ist da drin geschehen? Ich hab den nicht umgebracht. Ganz stark tapfer. Ja, auf jeden Fall. Habt ihr da drin irgendetwas erfahren, das uns helfen könnte? Ja, das Labor des Alchemisten ist in den Ruinen und seine sämtlichen Notizen zu der Seuche sind dort drin. Gelobt sei Vivek. Gelobt sei er. Mit den Notizen können wir endlich ein Heilmittel herstellen. Halleluja. Die Leidgeborenen sind ihrer eigenen Seuche zum Opfer gefallen. Die Händler kehren bereits in ihr Lager zurück. Oli, oli, oli. Was ist mit den Seuchenwolken? Der Inhalt der Kisten war extrem stark, aber auch sehr kurzlebig. Er verflog ebenso rasch wieder, wie er aufwallte. Und wir haben keine weiteren Krankheitsfälle gesehen. Aber wenn dies Gramfeste erreicht hätte... Ja, das wäre ganz schlecht gewesen, ne? Aber wir dürfen in unserer Verteidigung nicht nachlassen. Das war nur ein Teil des Plans der Leidgeborenen. Aber fürs Erste ist die Schlucht und Gramfeste sicher. Na, Gott sei Dank. Varun, du möchtest mit mir sprechen. Weißt du, woran ich das erkenne? An deinem Blick und diesem lustigen Zeichen über deinem Kopf. Mit dem Tod des Alchemisten Merdin Drill ist unser Kontrakt erfüllt. Ich bin nicht sicher, ob wir es ohne euch geschafft hätten. Ja, was macht ihr denn jetzt, ihr zwei Hübschen? Auf zu unserem nächsten Auftrag. Wir bekommen nicht sehr viel Zeit zum Ausruhen. Wir sind immer im Dienst und halten ständig die Augen offen. Geht ihr jetzt nach Gramfeste? Ja, weiß ich nicht. Jemand muss Ordinator Kilau sagen, was hier geschehen ist. Ihr scheint für diesen Auftrag verfügbar zu sein. Ich bin mir sicher, dass wir uns wieder begegnen werden. Hoffentlich liegt es nicht daran, dass euer Name Teil eines Kontraktes ist. Ja, sonst muss ich euch leider umbringen. Das wäre sehr schade. Oh, wow. Er kam plötzlich näher. So, gut. Und los geht es! Ja, ja. Los geht's. Oder ist ein Haus?
Wir könnten eigentlich von hinten nach Gramfeste, ne? Lass uns das mal machen. Und auf dem Weg schauen wir uns mal dieses Haus an. Das ist nämlich bestimmt ein sehr, sehr hübsches Haus. Mal ganz kurz gucken. Ah ja, da ist noch eine Himmelsscherbe. Ah, schauen wir doch mal hoch hier. Ich glaube kaum, dass wir uns das leisten können, aber zumindest können wir es uns mal anschauen, ne? Das Quondam Indurilia. Ah, das sprengt leider mein Budget. Aber wir schauen es uns trotzdem an. Ja, das ist so hier so das Standard-Layout gefühlt, ne? Es ist immer so ein bisschen dasselbe. Aber sind an sich ganz hübsche Häuser. Mit Folterkeller immer. Genau. Oben dann die Lichtlein wieder wahrscheinlich, ne? Nee, gar keine Lichtlein da diesmal. Ah, doch da. Ja, das sind hübsche Häuschen. Aber das sprengt diesmal leider tatsächlich mein Budget. Schade, Schokolade. Hier kleiner Sinngarten, ne? Es ist schon ein hübsches Haus. Muss man sagen. Aber zu teuer. Alles, was mir gefällt, ist zu teuer für mich. Also ich könnte es mir jetzt leisten, aber ich, nee. Nee, wir brauchen jetzt erstmal das Gold. Für den Necro, wenn der fertig ist. Na, da werden wieder ein paar Mille draufgehen, befürchte ich. Vor allem für den Schmuck dann. Ich bin noch nie von dieser Seite nach Gramfeste rein. Fühlt sich komisch an. Aber ist eindeutig der schönere Eingang. Das muss man auch dazu sagen. Oh, da ist ja ein Ordinator. Halt! Hi! Sprecht mit mir, bevor ihr Gramfeste betretet, Bürger. Oh, Entschuldigung, ich war schon drin. Sorry. Willkommen in Gramfeste, der Moin. Hauptstadt des Ebenherzpakts. Wir verzeichnen alle Besucher. Bei der Ankunft muss jeder zu einem Registrar, der seinen Namen und sein Begehr in Gramfeste festhält. Vielen Dank für euer Verständnis. Na, selbstverständlich. Aber warum denn all diese Bürokratie? Der Schan ist ein chaotischer und gefährlicher Ort geworden. Warum sollten wir unserer prächtigsten Stadt nicht ein gewisses Maß an Ordnung auferlegen? Kleine Unannehmlichkeiten sind nur ein geringer Preis für eure weitere Sicherheit, Bürger. Wo kann ich denn einen Registrar finden? Sprecht mit Registrar Rivel im Stadtzentrum. Der Rivel. Nehmt die Treppen hoch zum zentralen Gebäude. Dort solltet ihr ihn im Innenhof finden. Trödelt nicht. Es ist wieder das Gesetz, Gramfeste zu betreten, ohne sich registrieren zu lassen. Na gut, dann suche ich den mal, den Rivel. Also ich habe ja so ein bisschen die Hoffnung, dass wenn der Necro dann mal fertig ist und wir dann mit dem auch tatsächlich so ein bisschen mehr farmen im Stream, also so Nebenquests machen und so Zeugs, ne, das werden wir ja dann tun. Dass dann ein Haufen Kohle reinkommt. Ich meine, es sieht jetzt aktuell geldmäßig in ESO nicht schlecht aus, ne? Ist schon Kohle da. Aber da geht immer ein bisschen mehr. Vor allem, wenn man bedenkt, was man sich so kaufen kann in diesem Spiel. Man kann sich ja sehr, sehr viel kaufen, wie wir wissen. Und dementsprechend hoffe ich, dass das dann richtig gut wird, geldmäßig. Ich renne da seit Ewigkeiten unregistriert raus und rein. Das werde ich dem Rivel aber gleich mal sagen, du. Rivel, ich kenne da jemanden, der verstößt eindeutig gegen das Gesetz. Der sieht ungeduldig aus, der Herr. Die Kunde von der Seuche im Westen hat Gramfeste erreicht. Wir sollten nach jemandem Ausschau halten, der eurer Beschreibung entspricht.
Es tut gut, euch in der Stadt zu wissen. Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Hans Todner. Ihr wusstet, dass ich kommen würde? Ja, natürlich. Ich habe Befehl vom Tempel des Tribunals, euch sofort zu registrieren und Zugang zur Stadt zu gewähren. Die heilige Herrin Almalexia hat darum gebeten, dass sie ihr umgehend eure Aufwartung im Tempel macht. Ach, hör mir auf. Die Almalexia höchstpersönlich. Ja, das sagte ich bereits. Habt ihr nicht zugehört? Es ist eine seltene Ehre, eine Audienz bei der heiligen Herrin zu erhalten. Ihr solltet jetzt gehen und mich niederen Beamten meinen Pflichten überlassen. Wir können ja nicht alle mit göttlichen Wesen verabredet sein. Tja, Funke, hast du das mitbekommen? Wir treffen Almalexia. Ich bin so aufgeregt, ich muss sprinten. Fremde. Nein. Können wir uns unterhalten? Nein, Almalexia. Ja, ich habe halt einfach die Connections nach ganz oben. So ist das halt. Ne? Entschuldigung, ich muss durch. Ich habe eine Audienz. Ach Gott, du schon wieder. Es ist Zeit, dass ihr auftaucht. Ich bin vor lauter Warten schon fast verrückt geworden. Wisst ihr, dieser Ort steht nicht gerade weit oben auf meiner Liste von Plätzen, an denen ich am liebsten meine Zeit verbringe. Ja, können wir das ein bisschen beschleunigen? Ich würde gern zu Almalexia. Nein. Ach Mann. Es macht mir nur Spaß, am Tempel herumzulungern. Ich liebe all das Zähneknirschen und die Heuchelei. Ja, ich habe auf euch gewartet. Nun, freut euch nicht zu früh. Es braut sich Ärger zusammen und ich habe keinen entsprechenden Kontrakt. Also kann ich mich auch nicht offiziell einmischen. Was für Ärger denn? Die Leitgeborenen sind in der Stadt. Oha. Ich habe gesehen, was sie Narses antaten und ich will nicht, dass Gramfeste das Gleiche zustößt. Ich sollte mich eigentlich nicht darum scheren. Aber ich werde wohl langsam etwas weich. Ihr habt genug Einfluss, um einen mächtigen Verbündeten hier zu finden und eigene Ermittlungen anzustellen. Ja, ganz zufälligerweise könnte ich jetzt, während ich mit euch spreche, auch mit Almalexia reden. Halt! Ihr habt eine Verabredung mit der heiligen Herrin? Ja. Ihr seid wirklich etwas Besonderes. Hör zu, fast Level 50. Erzählt ihr von den Leitgeborenen. Vielleicht lässt sie euch all dem nachgehen. Es würde mir eigentlich nicht im Traum einfallen, sie so auszunutzen, aber diese Sache ist zu wichtig. Und Almalexia liegt diese Stadt wirklich am Herzen. Na dann, rede ich mal mit ihr. Und ich werde nachsehen, ob ich herausfinden kann, wo sich die Leitgeborenen verstecken. Ich treffe euch dann im flammenden Nix, der Eckschenke südöstlich von hier. Oh, und hört zu. Kein Wort über mich zu Almalexia. Versprecht mir das und ich werde euch helfen, Gramfeste zu retten. Ja. Almalexia, Dinario hat mich geschehen. Oh. Das ist ja schon ziemlich großartig gerade hier. Da müssen wir uns... Funke, wir verbeugen uns. Oh, Kacke. Meine Herrin, Funke, sei doch nicht so unhöflich. Mann. Willkommen in Gramfeste, mein Kind. Euer Name ist dem Tribunal bekannt. Es war weise, meiner Einladung zu folgen. Was kann dieser für die Mutter Morrowinds tun? Ihr habt meinem Volk geholfen. Und durch eure Taten habt ihr auch mir geholfen. Ich spüre, dass eure bisherigen Errungenschaften nur der Anfang gewesen sind. Oh ja, Almalexia ruckelt ein bisschen. Zu dieser Stadt gewährt, aber ich wollte euch persönlich für eure Taten danken. Entschuldigung, Almalexia ist so mächtig, sie zwingt meinen PC in die Knie. Moment, aber das lässt sich, ja, schauen wir nochmal. Warte. Da können wir doch bestimmt was, warte. So. Ah, doch nicht, okay. Unsinn. Ich erfreue mich daran, jene zu belohnen, die meinem Willen dienen. Möge diese Laterne euch auch in finstersten Zeiten Licht spenden.
Doch ich spüre, dass euch etwas bedrückt. Sagt es mir. Zaudert nicht, auch in meiner göttlichen Gegenwart frei zu sprechen. Bei dir ruckelt's einem, Alexia. Ich spüre, dass hinter eurer Geschichte mehr steckt. Aber ich werde nicht nachbohren. Ich vertraue auf eure Instinkte und euer Urteil in diesen Belangen. Betrachtet euch als mit meiner Autorität gesegnet. Ihr dürft die Präsenz der Leidgeborenen frei nach eurem Belieben untersuchen. Habt's Dank, heilige Herrin. Seid mit eurem Dank an mich nicht zu voreilig. Schließlich müsst ihr die ganze Arbeit verrichten. Solltet ihr den Dorn der Leidgeborenen aus meinem Fleisch ziehen, werde ich noch einen weiteren Grund haben, euch zu danken. Geht und sprecht mit euren geheimniskrämerischen Verbündeten. Wir haben die gleichen Ziele. Vorerst. Sehr gut. Ach, Gott sei Dank. Aber jetzt mal schnell raus hier, sonst ruckelt sich das... Wie weg sei Dank, habt ihr das Bündnis daran besser gehindert, Sadal zu beschwören. Besser. Viel, viel besser. Almalexia, alter Schwede, du. Bei Almalexia, da ist Ruckeltime. Zumindest in der Aufnahme. Jetzt nicht... Bei mir selbst ja jetzt nicht, ne? Also in-game passiert da gar nichts bei mir. Aber ich hab's jetzt gerade gesehen. Im Übersichtsfenster, da war gut Action bei Amalexia. Lecco mio, du. Helft ihr mir, meine Glück selbst in die Hand? Nö, ich helf dir gar nicht. So, weiter. Ja, aber das ist halt so, ne? Wenn du Göttliches vor dir hast, dann kann's schon mal ein bisschen ruckeln. Im Angesicht einer Göttin